Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Manchmal muss man auch mal Trauerkarten basteln, deswegen habe ich heute mal wieder zwei Beispiele für euch. Einmal mit einem pinken Stern und einmal mit einem blauen Stern. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die gebastelt habe, dann bleibt jetzt einfach dran. Für das heutige Video brauchen wir einmal ein Schneidebrett, Stempelwerkzeug, Trauerstempel, doppelseitiges Klebeband, weiße Doppelkarte, Stempelfarbe in Schwarz, 1 und 2 mm Pads. Ein bisschen Organza-Band in 15 mm Breite, Lochstanzer S-Stern, Glitzerkarton in Schwarz und in einer Farbe unserer Wahl zusätzlich noch, Fotokarton in Weiß, Fotokarton in Schwarz, Prägemaschine und Prägefolder mit Sternen sowie einen Bordürenschneider. Als erstes schneide ich mir Fotokarton zurecht und zwar auf 13 mal 10 cm. Dann schneide ich mir schwarzen Fotokarton zurecht und zwar auf 10,3. Mal 13,3. Als nächstes nehme ich einen Prägefolder mit Sterne oder stattdessen, wenn ihr keinen Prägefolder habt und keine Prägemaschine, könnt ihr natürlich schon fertig geprägtes Papier nehmen mit Sternenmotiv. Das gibt es auch zu kaufen. Jetzt präge ich das einmal. So sieht das jetzt geprägt aus. Jetzt nehme ich mir schwarzes Organza-Band mache mir vorsichtig einen Knoten rein. Und fixiere das Band mit doppelseitigem Klebeband. Das klebe ich jetzt auf meinen schwarzen Hintergrund. Jetzt nehme ich mir den Spruch, Erinnerung sind kleine Sterne, die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten. Jetzt nehme ich mir einen Fotokarton, Rest in Weiß. Nehme Stempelfarbe stempel das nochmal auf, damit es ein bisschen dicker wird. Als nächstes nehme ich herzliches Beileid als Stempel.
auch wieder schwarze Stempelfarbe. Als nächstes könnt ihr eine Büttenrandschere nehmen oder wie ich diesen Papierschneider mit Büttenrand. Und dann schneide ich mir die beiden gestempelten Sprüche einmal zurecht. Als nächstes nehme ich den Sternlocher, schwarzes Glitzerpapier und stanze mir 4 Sterne aus. Und den 5. Stern stanze ich mir in einer beliebigen Farbe aus. Blau oder so ein Grün. Oder ein Pink, je nachdem, was ihr da habt und je nachdem, ob es für einen Jungen, für ein Mädchen ist. Als nächstes nehme ich mir eine weiße Doppelkarte und klebe meinen Hintergrund auf. Für das große Schild nehme ich jetzt 2 mm Klebepads oder auch 3. Für das kleine Schild nehme ich 1 mm Pads und für die Sternchen nehme ich auch 1 mm Pads. Jetzt klebe ich alles auf. Hier unten kommt das große Schild hin. Das herzliches Beileidschild kommt hier oben hin. So verteile ich die schwarzen Sternchen. Und jetzt kann ich je nachdem, für welchen Anlass es ist, entweder ein grünes Sternchen machen, ein blaues Sternchen. Oder wenn es ein Mädchen war oder eine Frau, kann man auch ein pinkes Sternchen oder rosa Sternchen nehmen, wie ihr möchtet. Das war mein heutiges Beispiel für Trauerkarten. Einmal mit Blau und einmal mit pinkem Stern. Und wie gesagt, ihr könnt stattdessen natürlich auch zum Beispiel einen grünen Stern nehmen. Ja, das war's für heute aus meinem Atelier. Ich sag bis zum nächsten Mal, eure Tanja.